Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial für Guild Wars 2. Wie auch immer. Heute mal mit Gilden und mit dem Chat. Werde ich aber gleich erklären, warum ich beides genommen habe. Oder werde ich es erklären? Wahrscheinlich nicht. Also, Gilden. Erstmal zunächst zu einer Gilde. Gilde sind natürlich sehr gut, hervorragend. Erstens, weil man immer wieder Leute hat, mit denen man zusammen irgendwas machen kann, sich einfach miteinander verständigen kann. Einfach auch anderen zeigen kann, aha, ich gehöre zur Gilde, what the fuck. Okay, da kann man also wunderbar sich gruppieren, nach außen hin schön zusammenstehen und intern sich gut organisieren. Hat aber auch noch einen anderen Vorteil, und zwar diese ganzen Boni, die eine Gilde mit sich bringen, sei es Gildenbank oder sei es magische Gespürbonus und so weiter, das erkläre ich noch gleich, wann man was bekommt und so. Also es gibt auf jeden Fall einige Vorteile. Hast du dir gerade das... Das hat jetzt gerade komisch ausgeschaut. Okay. Gibt einige Vorteile. Gilde gründen, möchte man selber eine Gilde gründen, ist recht einfach. Einer anderen beizutreten brauche ich nämlich mal nicht zu erklären. Das wird sich selbst erklären lassen. Eine Gilde gründen wäre ganz einfach. Man drückt in-game auf die Taste G oder hier oben auf Gilde. Und dann bekommt man gleich hier auch schon, wenn man jetzt keine hätte, ich bin hier Gildenleiter, ich kann jetzt hier mit diesem Charakter natürlich keine Gilde gründen, müsste ich von der zurückdrehen. Einfach hier auf Gilde gründen, könnt ihr einen Namen auswählen, einen Gildenkürzel und ein, nee, ein Symbol glaube ich nicht, das muss man erst freischalten. Und das wäre es schon. Also es ist nicht wie bei anderen Spielen, dass man da 6, 7, 10 Leute erst in der Gruppe haben muss, damit man dann irgendwie eine Gilde gründen kann. Hier kann jeder, der möchte, eine Gilde gründen, ist überhaupt kein Problem. Macht natürlich aber nur Sinn, wenn man auch ein paar Leute hat und kennt vielleicht für den Anfang. Oder hier in-game ein paar getroffen hat, mit denen man eine Gilde gründen möchte, weil andererseits, was bringt dir eine Gilde, wenn du alleine drin bist, ja? Ist ja saublöd. Okay. Gut, Gilde hat einige Vorteile, wie ich gerade schon gesagt habe. Man kann nämlich Aufwertungen machen. Aufwertungen, dazu braucht man Einfluss. Einfluss bekommt man, indem man an Events teilnimmt, indem man PvP teilnimmt und so weiter. Also einfach, indem man spielt. Grob gesagt, einfach spielen, der Einfluss generiert sich von alleine. Gibt bestimmt Möglichkeiten, dass man besonders viel Einfluss erhält und so durch Events oder so. Irgendwas wird es da bestimmt geben, irgendwelche tollen Tutorials, sonstiges. Da habe ich aber keine Ahnung von. Interessiert mich auch nicht. Ich würde es normal spielen und wie gesagt, das geht von ganz allein. Man kann sich das hier mal angucken. Einfluss, ja. Mitglieder haben, was weiß ich, 4 Aktivitäten, 28 Aktivitäten, 16 Mitglieder haben sich eingeloggt und damit, also allein durchs Einloggen bekommt man Einfluss und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch immer mal wieder hier, genauso Rabena hat gekauft, 1000 Einfluss verdient. Das ist wahrscheinlich eine Quest gewesen, die man abgeschlossen hat. Und dann gab es so eine Rolle, damit kann man Einfluss verdienen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, hier Einfluss zu verdienen. Und damit kann man dann Aufwertungen machen. Wir haben hier einiges gerade in der Warteschleife etwas sinnlos sortiert, nehme ich an. Aber ist ja auch vollkommen egal. Da kann man hier auf der linken Seite, sofern man die Privilegien dazu hat, dazu auch noch gleich mehr, kann man Aufwertungen hinzufügen. Die Warteschlange. Die Warteschlange bei uns ist jetzt voll. Die ist jetzt überfüllt, das heißt, ich kann nichts mehr hinzufügen. Aber das läuft immer nach dem gleichen Prinzip. Zunächst einmal muss man eine Politikforschung zum Beispiel Stufe 1 erforschen, bevor man dann zum Beispiel diese beiden Dinger machen kann. Ich glaube, das war Stufe 1, das ist dann Stufe 2, das ist Stufe 3 gewesen. Ne, das ist Stufe... Ach, irgendwas halt, keine Ahnung. Also man muss wirklich immer erst so eine Vorstufe machen, dann hat man zwei Möglichkeiten, die man da erforschen kann, wenn man möchte. Das sind aber eben benutzbare Dinge quasi, die werden dann hier quasi angezeigt. Könnte ich jetzt aktivieren, haben wir aber natürlich nicht, lohnt sich jetzt nicht, außerdem ist Nacht, lohnt sich sowieso nicht. Das haben wir schon erforscht, das sind so Dinge, die bleiben, die muss ich auch nicht nochmal erforschen. Gildenwerkstatt, Gildenschatzgrube, Geheimvorrat, Vorlage für Wappen und so weiter. Also damit man hier das tolle Ding hier erstellen kann, Wappengenerator, den zeige ich auch noch gleich, kein Problem. Und das gibt es eben hier in 4 verschiedenen Kategorien, Politik,
bei denen eben, wie gesagt, da ist sowas wie Wappen und Gildenrüstung, Gildenschwert und sowas und diese Dinger, die man hier noch sieht, sind ganz nette Sachen, das haben wir am Anfang gemacht, muss ich im Nachhinein sagen, ist nicht zu empfehlen, das als erstes zu machen, zu empfehlen wäre dann entweder Architektur oder eben Wirtschaft. Ganz einfach Wirtschaft deshalb zum Beispiel, weil man, oder war es doch Politik? Nee, Politik, Einfluss, genau. Den Einfluss. Um hier die Einflussboni zu erhalten, das sollte man schon am Anfang machen. Wir haben aber bloß das nicht erforscht. Immer und benutzt, weil wir gedacht haben, ach, das ist ja, braucht ja kein Mensch. Natürlich braucht man es, 10% Einflussbonus. Ist schon bei ein paar Mitgliedern, wenn man hat, das lohnt sich. Das lohnt sich ordentlich. Was sehr zu empfehlen ist, ist eben auch diese ganzen Wirtschaftsboni. 10% für magisch. Also eben nicht die Banner. Nicht die Banner, sondern diese übergreifenden, die auch deutlich teurer sind. Das Zehnfache kosten. Aber so ein Banner ist halt, ja, da müssten wir jetzt halt die ganze Gilde, dann profitieren welche wieder nicht davon und andere beschweren sich und mi. Und deswegen, diese Dinger sind besser. Abgesehen davon halten sie auch länger, ja. Der Banner hält 4 Stunden und da bekommt man dann eben eine halbe Stunde einen Bonus und das Ding hält dann einfach 24 Stunden. Genauso wie das. Sogar 3 Tage. Ne? Wichtig auch noch, tiefe Höhle, Architektur und so weiter. Eine Gildentruhe möchte ja jeder haben, so eine Bank, Gildenbank, ist schon entscheidend. Sollte man haben. Also das sind die Aufwertungen, das sind natürlich die Vorteile von der Gilde, indem wir jetzt, haben wir irgendwas aktiv gerade, genau. Chance auf seltene Beute beim Plündern ist jetzt gerade noch aktiv, das läuft ein bisschen aus vom Wochenende. Und es ist nie verkehrt, wenn man es hat. Da haben wir hier so einen schönen Verlauf, da wo man eben alles sieht, so Einfluss, Nachricht des Tages, Mitgliederliste, Aufwertungen und so, da sieht man schon, hämmerle, pfff, hab wieder alles ausgegeben hier, sinnlos, wusst. Dann kann ich als Gildenleiter natürlich auch Ränge bearbeiten, ich habe jetzt mal mich als Leader natürlich, da ist sonst niemand drin außer mir, da habe ich mir eine Schatzmeisterin gegönnt, die sich um unsere Gildenbank kümmert. Dann haben wir unsere Offiziere, die natürlich dann niedere Ränge verwalten und so weiter, WVW-Force und vor allem halt Aufwertungen in einer Warteschlange hinzufügen können und bearbeiten können, sodass ich das nicht immer machen muss, dass da jemand anders da sein kann. Das Einzige, was sie eben nicht können, das ist das Gildenwappen bearbeiten und die Ränge bearbeiten. Das mache nur ich, beziehungsweise hier Gildenwappen bearbeiten, habe ich noch unserer Schatzmeisterin zugemutet, dass ich nicht der Einzige bin. Falls doch mal irgendjemand sagt, ey, horcht, das, ich habe da was Neues entdeckt, das ist viel besser. Das, was wir jetzt haben, passt nämlich irgendwie nicht so ganz zum Namen. Also ich dachte am Anfang eben an eine erhobene Faust oder irgendwas Revolutionäres, ja, Res Novae für Umsturz, Neuanfang, irgendwie sowas in Revolutionssicht. Da passt das Zeichen jetzt nicht, also thematisch ist es halt jetzt nicht 1A. Das ist ein schönes Zeichen, aber es ist thematisch nicht unbedingt passend. Naja, also, damit es halt auch irgendjemand noch ändern kann, außer mir. Dann habe ich einen Ehrenrang für unsere alten Mitglieder aus dem letzten Spiel, beziehungsweise an alle Gründungsmitglieder. Die können nämlich auch niedere Ränge bearbeiten, beziehungsweise verwalten. Das heißt, dass sie auch Leute einladen können oder WVW-Fonds beanspruchen können und so weiter. Also das sollen die alles machen können und auch natürlich Einlage und Entnahme sollen sie auch machen. Das ist schon wichtig. Und dann gibt es natürlich noch die Veteranen, denen ich auch die Entnahme aus dem Gildengeheimvorrat zutraue, aber eben auch eine Mehr- und Welt gegen Welt vor beanspruchen. Da finde ich schon, als Veteran, irgendwas muss es ja höher haben wie der normale Member, der im Prinzip nur geben kann und nichts nehmen. Naja, aber das werden wir mal sehen, wie wir das jetzt in den nächsten Wochen machen. Ist ja wurscht. Dann gibt es die Anwärter, die natürlich einlegen können in die Schatzgrube und Gildengeheimvorrat. Warum nicht? Die sollen ja ruhig was reintun dürfen, wenn sie mögen. Aber wenn sie was rausnehmen wollen, dann müssen sie erst einmal jemand anders fragen, weil das möchte ich nicht, dass irgendjemand eine Woche da ist und dann plötzlich ist unsere ganze Gildenbank leer. Das muss natürlich nicht sein. Und dann gibt es noch Bestraft, der kann gar nichts. Weiß nicht, warum ich den Rang habe, aber der kann nichts. Naja. Ich weiß auch nicht, warum das wichtig ist, dass ich einen bestraften Rang habe. Aber er ist pink. Insofern, das ist ja wohl schon Bestrafung genug. Ich könnte jetzt natürlich hergehen und noch einen neuen Rang erschaffen. Einfach hier, zack. Wähle hier eins der Symbole aus. Eichfisch stehen mir nochmal zur Verfügung. Könnt jetzt der, glaube ich, zum Beispiel nehmen.
nennt's, was er sich test und kann jetzt auswählen, was er sich. Der Test, der kann einfach nur die Nachricht des, ne, des Tages bearbeiten, sonst dürfte er gar nichts machen. Ja, ist natürlich blöd. Also braucht kein Mensch. Ja, jetzt geht es nicht. Doch, geht wieder weg. Okay, so. Gut. Also das ist das, was ich hier als Gildenleiter und wenn man jetzt Offizier oder sonstiges wäre, dann könnte man eben auch einiges machen, was ich hier alles unternehmen kann. Dann gibt es aber natürlich, zum Beispiel in Löwenstein, gibt es aber auch im Welt-gegen-Welt-Gebiet oder in den einzelnen Städten, gibt es Gildenhändler. Zum Beispiel, naja doch, den wichtigsten zuerst. Das ist hier der Gildenbeamte. Schön, euch zu treffen. Da kann man seine Gildenbank aufsuchen, kann man das Wappen bearbeiten oder Lizenz für größere Gilde beantragen. Ich nehme an, das wird so bei 50 oder 100 muss man das machen oder kann man machen. Aber ich habe natürlich zu wenig Mitglieder, bringt eh nichts. Ja. Na, nicht G, F. So, dann könnte ich jetzt hier mein Wappen zum Beispiel bearbeiten. Das muss man natürlich erst erforscht haben, aber ich zeige es euch mal. Kann man jetzt links einfach mal hier, also erstmal kann man rechts oben auswählen. Nur Emblem, Schild, Bogen, Stab, Gewehr, Banner. Also dann sieht man es jetzt zum Beispiel auf dem Bogen. Ja, toll. Winzig drauf, auf dem Schild. Das hat man ja schon mal gesehen, glaube ich. Auch nicht so der Brecher, der Banner. Ja, naja, gut. Okay. Da könnten wir jetzt natürlich was anderes auswählen. Irgendwie sowas. Könnt ihr irgendwie was dahinter legen? Ja, so zum Beispiel. Macht andere Farben. Oh, das sieht ja gleich ganz prächtig aus. Schönes Zeichen. Könnt man nehmen. Und dann einfach übernehmen. Also wie das funktioniert, ist ja, denke ich, klar. Man kann hier eben verschiedene Farben auswählen und dementsprechend wird es dann. Wir können jetzt ein wenig drehen, glaube ich, oder? Ah, könnte man auch noch. Ist aber meines Erachtens relativ langweilige Zeichen, die es da gibt. Bin ich ein wenig enttäuscht, da hätte es ruhig mehr geben können. Gefällt mir alles nicht so. Vielleicht wird da nochmal was reingepatcht. Also das Einzige, was eben gab, ist das, ja, was ein wenig gepasst hätte zu uns. Aber ganz ehrlich, das tönt mich nicht an. Braucht ihr Hilfe? Weil das ist dann ein wenig arg kommunistisch und das gefällt dann vielleicht irgendwelchen Mitgliedern wieder nicht. Und deswegen lassen wir das lieber. Aber das zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht patchen die ja auch immer wieder was Neues rein. Wer weiß. Könnte ja natürlich gut sein. Lasst hören. Keine Ahnung. Okay, das sind also die. Das wäre das Emblem. Schön, euch hab zu ich, treffen. Jetzt habe ich aber schon was alle. Ja, gut. Okay, dann könnte ich natürlich die Gildenbank aufsuchen. Das wäre jetzt gerade unsere Gildenbank. Und die Gildenschatzgrube, die ist relativ groß. Und da könnten wir jetzt wegen Silber einzahlen. Wir könnten da einfach irgendwelche Gegenstände rein tun und irgendwelche Menschen schmeißen dann immer so langweilige Sachen rein. Wobei, das sind jetzt eigentlich, ja, Bronze-Großschwertheft. Was, wer braucht denn sowas da drin, ja? Keine Ahnung. Stufe 30 Gepäck. Ist ja nichts für die Gildenbank. Da wird ja mal irgendjemand seinen Müll abgesondert, aber das ist wunderbar, weil man kann hier nämlich sehen, wer wann was reingetan hat. Das finde ich ganz nett. Also das muss man sagen, das ist gut. Mögen die Sechs euch behüten. Haben wir alles im Überblick. Dann, was konntest du nochmal? Ich habe unglaubliche Angebote. Achso, da kann ich was ausgeben. Ich gebe euer Getränk frei aufs Haus. Was hat das jetzt gebracht? Hat das jetzt irgendwie einen Einfluss gebracht oder so? Raus damit. Was? Ja, 100 Einfluss habe ich jetzt verdient. Also, man könnte ja auch gegen Silber bzw. Gold Einfluss generieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und dann gibt es hier zum Beispiel auf der anderen Seite auch noch die den Waffenschmied. Wenn er sich jetzt sein Gildenschildchen. Also das sind natürlich nur optische Teile, das sind, die haben keine Stats drauf. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Schild hätte, dann könnte ich da jetzt so eben das Wappen hinten drauf haben. Leider gibt es das nicht für mein Großschwert. Warum eigentlich nicht, weiß ich nicht. Dann gibt es aber auch noch andere Dinge, die deaktiviert sind. Wunderbar. Und dann gibt es aber auch noch den Gildenrüstmeister. Und der hat, das sind auch nur optische Dinge. Die habe ich ja an. Die sehen leider dann alle gleich aus. Das ist ein wenig schade. Aber Gott, wenn man eben seine Gilde repräsentieren möchte, dann
hat man das drauf. Und es gibt noch den Rucksack. Ja. Das ist natürlich gar nicht schlecht, weil das ist meines Wissens der einzige Stufe 80 Rucksack in Gelb. Weiß nicht, ob man da noch irgendwo einkaufen kann. Ich habe noch keinen gesehen, vielleicht gibt es da noch einen, aber das ist natürlich nicht schlecht, weil momentan habe ich immer noch den grünen von der Story Quest und so könnten wir die Stats eben ein bisschen hochhauen. Ne? Nicht viel, aber immerhin. Also es wäre ja nicht schlecht. Okay, das, also so viel von der Gilde. Dann wollte ich über den Chat noch kurz sprechen, was man da so alles Tolles machen kann. Wir können hier einfach mal, wie ihr schon seht, habe ich schon drei Fenster. Habt ihr auch total tolle Namen dafür gefunden? Neues Fenster, Welt gegen Welt und Kampf. Man kann hier also jederzeit ein neues Fenster hinzufügen. Wir machen mal eins. Das nennen wir jetzt mal Test. Und dann können wir hier aussuchen, was wir in diesem Testkanal überhaupt sehen, lesen wollen. Also Gilden-Chat, den Sagen-Chat, den Karten-Chat, den Gruppen-Chat, den Einheiten-Chat, den Team-Chat, angeflüstert werden oder einfach nur NSCs, also was die hier so babbeln, oder die Kampfsachen, Emotes oder Spielmeldungen. Wir machen jetzt mal nur Emotes aus einem ganz einfachen Grund. Gut, weil ich jetzt auch alle Emotes mal zeigen möchte. Also als erstes hätten wir, wie war das so? Ja, jemanden herbeirufen quasi, ne? Back on. Hieß das? Dann hätten wir hier Bow. Sich verbeugen. Das macht er schön. Schön macht er das. Dann haben wir natürlich das bekannte Cheer. Yeah! Dann haben wir aber auch noch. Ja, ein bisschen so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ängstlich. Ah! Nicht schlecht, oder? Wie er sich da fürchtet. Okay, dann haben wir natürlich auch noch das Weinen. So traurige Weinen. Neil hätten wir noch. Hinknien und ein wenig so, ne? So wie so Ritterartig. Dann haben wir natürlich das bekannte Lachen. Na, da dürfte sich gleich wieder hin und her rollen. Und da sage ich immer mal dazu, no! Na, da sagt er nein. Ich habe alles, was ihr braucht. Und dann gibt es aber auch noch zeigen. Hm. Der hat jetzt auf euch gezeigt. Euch meint er. Ponder, was ist denn Ponder? Das weiß ich gar nicht mehr. Ah, oh, das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, ich überleg. Nachdenken. Oder irgend sowas. Kennt das englische Wort ehrlich gesagt nicht mehr. Bin ja so schlecht in Englisch. Also, salutieren. Auch nett, kann man immer mal gebrauchen. Das Gute ist setzen. Ja. Das sieht sehr putzig aus, finde ich. Echt putzig. Dann, was haben wir da? Ich shrug. Was? Was soll denn das sein? Also, sich fragen. Dann gibt's natürlich schlafen. Schnarch, schnarch. Das kenne ich jetzt von Dishonored, das brauche ich jetzt hier nicht auch noch. Na? Total überrascht, ja? Jetzt schaut er, was ist denn das? Guckt er wegen. Okay. Dann. Bedrohen. Ja, das ist total bedrohlich, was du da machst. Ja. Ah, der sieht ihn. Er sieht ihn. Er sieht ihn. Okay. Und natürlich winken. Dann hätten wir noch das Ja. Und das allerlängste natürlich, den ich auch ein bisschen laufen lasse. Den Tanz, der natürlich bei jedem verschieden ist. Das ist ja klar, diese ganzen Emotes sind bei jedem verschieden. Da werde ich jetzt aber nicht bei jedem Charakter das zeigen. Also das ist mir ein wenig zu aufwendig. Ich werde die Liste auch unter das Video hoffentlich drunter packen, wenn ich dran denke. Wenn nicht, erinnere mich dran, dass ich es drunter packe nochmal. Also das sind die Chatbefehle. Die Abkürzel, um in den verschiedenen Chats zu gelangen. Ich gehe mal gerade hier rein. Also, Gilde ist... Was haben wir jetzt gemacht?
ich einen Skill benutzt. Das ist so ein Spann. Also, Abkürzung für Gilde wäre einfach nur slash G und Leerzeichen. Dann gibt es den normalen Sagen-Chat mit S. Dann gibt es den Karten-Chat mit K. Den Team-Chat mit T. Wird eigentlich immer Karten- oder Team-Chat ist eigentlich nur im Welt gegen Welt interessant. Und da wird irgendwie beides durcheinander gemischt. Und jeder liest sowieso. Und naja. Dann gibt es natürlich den Party-Chat, also Team-Chat. Den wirklich Gruppen-Chat. Was gab's noch? Einheit. Was ist denn Einheit? Ich weiß gar nicht, was Einheit ist. Gibt's das auch? Nee. Einheit. Ach, das ist vielleicht, glaube ich, wenn man so einen Commander hat, dann kann man da, glaube ich, dem Squad beitreten. Und das dürfte der Chat sein. Der war, glaube ich, so gelblich. Bin mir jetzt hier. Müsste das, glaube ich, sein. Flüstern, naja, das kennt er sowieso. Mit W und dann hier Namen eben eingeben, was weiß ich. Hämmertler. Und dann eben die Nachricht. Ja, ich habe mir selber Huhu geschrieben. Da antworte ich doch gleich mal zurück. Was denn? Ja, was? Das ist natürlich toll, dass man sich selbst schreiben kann. Das habe ich noch in keinem anderen Spiel erlebt, dass das funktioniert. Da kann ich mal schöne Gespräche mit mir führen. Das ist ja wirklich... Hä? Traumhaft ist das. Das ist ja wirklich klasse. Das wusste ich nicht, dass das funktioniert. Okay, und dann gibt es natürlich den Kampf-Log, aber da müssten wir jetzt irgendwas angreifen. Das rattert hier natürlich runter mit den Zahlen, das ist unglaublich. Wer das dann auseinanderklappbüselt, wer wie viel Schaden wo gemacht hat, Respekt, wenn das jemand macht. Ich könnte jetzt nicht. Ich habe es bloß aktiv, weil manchmal haben wir das Gefühl, man ist One-Hit. Und dann gucke ich da mal kurz rein und dann sehe ich, ah ja, das waren 15 Treffer auf einmal, die ich bloß nicht mitgekriegt habe. Weil es irgendwie geleckt hat oder weil es einfach mal Rechner nicht geschafft hat oder sonst was oder weil es falsch übermittelt worden ist. Schönen guten Tag. Also, naja. Ne? Es gibt hier keinen Weltchat, keinen wirklich übergreifenden Chat, sondern immer nur Kartenchat, was die Gildenwerbung, finde ich, sehr schwer macht. Aber andererseits ist das ja kein Problem, weil man stellt sich einfach in die Anfangsgebiete oder vor Instanzen oder ins Welt-gegen-Welt-Gebiet und da gibt es ja genug Leute. Also, so ist es ja nicht. Okay, das war das, glaube ich, zum Chat. Was auch noch wichtig ist, dass ihr Leute melden könnt. Kann ich mich selber melden? Nee. Hier zum Beispiel melden. Ich weiß jetzt nicht, ich will es jetzt nicht anklicken. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber wenn jetzt jemand wirklich, wirklich Mist im Chat schreibt, dann könnt ihr da natürlich den verpfeifen. Dann wird es wahrscheinlich früher oder später nachgeprüft, wenn der mehrere Beschwerden bekommen hat. Und wird bestraft, was aber auch gemacht werden sollte. Also ich finde, wenn Leute da irgendwie, was weiß ich, du blöder Punkt, 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 würde die Ausdrücke ja gar nicht nennen, aber da gibt es ja diese neue deutsche Untergrundsprache da, die so viele junge Herren gerne benutzen und auch Damen, möchte ich mal betonen. Die sollte man schon ahnden. Ich finde, die hat in so einem Spiel nichts zu suchen. Absolut nicht. In keiner Situation. Mit Wichser und sonstiges. Das, ich meine, das kennt man noch, aber da gibt es ja diese ganzen Blablabla-Sohn und deine Mutter ist irgendwas und Opfergelaber. Also, melde dich. Ich melde sowas. Kann sowas nicht haben. Genauso wie Cheater oder sonstiges, wenn ihr da jemanden seht. Direkt melden. Das gleiche gilt für die Post, die Ingame-Post, die könnt man nochmal kurz zeigen. Da recht einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel Timberwölfin habe mir was geschrieben, dann könnte ich jetzt direkt antworten, hier, zack. Ich kann es aber auch melden, kann hier einen Grund angeben, auf Scamming, Verkauf von Gold, Beleidigung, Spammen, unangemessener Charaktername, das kommt auch oft genug vor, oder eben Botten. Und dann wird das hier schnell und anonym weitergeschickt, aber ich möchte natürlich nicht melden, das ist ja ein Teamkollege, wozu auch. Aber ich habe schon einige dieser Gold-Spammer gemeldet. Keine Ahnung, ob es was geholfen hat. Aber kann es machen. Ja, und hier kann man eben schnell auf antworten und dann gibt man das ein. Man braucht nicht mal einen Betreff, man braucht keine Nachricht, man kann direkt hier irgendwas reinpacken. Ja, zack, hier einmal reinklicken, dann kommt man in den Geldbeutel quasi und dann könnte ich das jetzt auswählen, Ektoplasma-Kugel. Und das schicke ich ihm jetzt auch mal, weil ich weiß, er bastelt Dinge. Schreib einmal rein. Ups. Zum Basteln. Betreff.
Aufnahme. Ach, das U, das passiert mir ja so oft, dass ich einen zweiten Buchstaben groß schreibe. Weil ich nämlich mit meinen dicken Fingern, die eigentlich spindeldürr sind, aber, ne, ihr wisst ja, wie das ist. Okay, senden und schon ist weg. Kostet nicht einmal was, das finde ich toll. Das ist ja ein kleiner Unterschied zu vielen anderen Spielen, dass die Post nichts kostet. Das finde ich ganz gut. Wichtige Dinge bekommt man hier natürlich auch. Die habe ich mal hier sogar drin gelassen, die ganzen Instanzen, damit ich weiß, welche welche ist. Und dann kommt man so schön hin. Das ist eigentlich ganz praktisch. Fand ich toll damals. Da war ich noch gar nicht. Zierte der Wogen. Mensch, da muss ich mal noch hin. Naja. Okay, das also das Chat-System. Man kann hier auch Dinge posten. Ah, das sollte ich vielleicht auch noch zeigen. Also ich sende jetzt an mich selber. Ich möchte mir jetzt zeigen, was für eine tolle Axt ich hier habe. Dann nehme ich einfach die Shift-Taste, klicke die Axt an und schon landet sie in meinem Chat. Ich kann es posten. Und jetzt kann das Gegenüber nachgucken, was das ist. Gleiches funktioniert mit Schwertern, also mit Ausrüstungsgegenständen und so weiter. Also im Prinzip funktioniert es mit allen Gegenständen. Hier ist noch das Schöne, da kann dann das Gegenüberliegende hingehen und rechte Maustaste drauf machen und sich das angucken. Wie schaut dieses Schwert jetzt genau aus? Ja. Also man kann hier auch durchaus die Optik im Chat posten. Was auch geht, ist, indem man eine Wegmarke postet. Das ist sehr wichtig, gerade für Anfänger, damit sie anderen Leuten sagen können, was weiß ich, hör mal, ich bin da, holt mich bitte ab, oder habt ihr das Jumping-Puzzle an dem und dem Ort schon gesehen? Und dann sagen sie, ja, welcher Ort, kenne ich nicht, wo ist denn der? Und dann kann man schön die nächstliegende Wegmarke posten. Und ich poste mir jetzt mal, wenn dann andere hier mit linker Maustaste draufklicken, dann wird ihnen hier auf der Karte automatisch der Wegpunkt zentriert. Das finde ich also sehr gut. Was auch noch nett ist, auf dieser Karte zum Beispiel, das könnte ich auch noch gerade sagen, man kann hier reinzeichnen. Ja? Auch die Shift-Taste einfach drücken und dann mit linker Maustaste, mit gedrückter Shift-Taste und linker Maustaste kann man hier zeichnen. Also, kann ich jetzt oh Gott. Madla. Naja, wurscht. Was man auch noch machen kann, ist, glaube ich, mit Alt. Ja, mit Alt kann man sich eine persönliche Wegmarke setzen. Also mit der linken Alt-Taste. Wozu auch immer die zu gebrauchen ist, ich weiß es noch nicht. Und ich weiß vor allem nicht, ah doch, wegbekommen tut man sie, indem man einfach nochmal draufklickt. Also man könnte sich jetzt, was weiß ich, ich bin gestern jetzt, oder ich sehe jetzt gerade hier einen interessanten Ort, den will ich nochmal erkunden. Also setze ich mir hier die persönliche Wegmarke, kann erst hier alles weitermachen, kann mich auch, glaube ich, ausloggen und wieder einloggen und dann ist die immer noch da. Und die ist auch für die komplette Gruppe sichtbar. Also hier könnte man also wirklich ein paar so interessante Punkte für sich markieren, für die Zukunft, damit man weiß, aha, da will ich nochmal hin. Mit der STRG-Taste und linker Maustaste, ne, kann man nicht. Was war das dann? Warte mal. Ich dachte, das war, achso, mit Shift. Das war die Shift-Taste. Shift-Taste und nur klicken einmal, anstatt zu ziehen und halten. Einfach nur einmal klicken, dann kann man so einen kleinen Marker, so Achtung, wahrscheinlich fürs PvP ganz interessant. So, Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Oh, jetzt habe ich Platz der Musik. Okay. Ja, das gleiche funktioniert wie bei den Wegmarken natürlich mit interessanten Orten. Ist ja klar. Gibt es bei der Karte noch was Spannendes? Muss gar nicht. Weltkarte. Zur Geschichte springen. Herauszoomen. Nein, ich will das jetzt wieder runter haben. Wie kriege ich das jetzt wieder da runter? Ja, gut. Man kann das Interface hier auch verschieben, ne? Also an diese zwei Positionen. Gleiches gilt für das hier, glaube ich. Ja, das könnte ich jetzt auch mit dem Gruppenanzeige könnte ich es jetzt tauschen, wenn ich das hier oben besser fände. Weiß ich nicht. Finde ich nicht. Ich mag es da unten. Gut. Okay, das war das. Ich glaube, es reicht. Okay, bis demnächst. Tschüss.